Inklusion ist die Relevanz psychischer Systeme für soziale Systeme und es kommt darauf an, inwiefern ein wechselseitiger Bezug stattfindet. In leichter Sprache würde ich sagen, Inklusion heißt, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Voraussetzungen Dinge gemeinsam machen und sich dabei wertschätzen und jeder die Möglichkeit hat, sich einbringen zu können. Also ich würde mir insgesamt wünschen, dass es immer mehr solcher Wohnprojekte wie Iglu auch gibt, dass immer mehr Menschen auch einfach mal wagen, was zu beginnen, auch wenn man nicht so ganz weiß, wo es hingeht. Und könnte mir schon vorstellen, dass in vielen Städten solche Wohngelegenheiten für behinderte und nicht behinderte Menschen auch möglich sind. Ja. Guck mal, ich würde das nochmal in der Mitte halten. Sie guckt, sie kontrolliert, und ob wir alles richtig machen. Genau, ungefähr so wie die. Ja, kannst du auch machen, wenn du magst. Also in stationären Wohnbereichen sieht das dann ganz oft so aus, dass ein Bewohner, der dann einen Betreuungsbedarf hat, der Einrichtung auch zugewiesen wird. Und da haben natürlich dann die Mitbewohner nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, wir möchten diesen Bewohner nicht haben oder wir können es nicht vorstellen, auch mal vielleicht das Zimmer mit demjenigen zu teilen, sondern das findet dann da ganz klar statt, dass der Bewohner dann einzieht. Das Mitspracherecht der Bewohner ist da sehr gering oder gar nicht vorhanden. Es sind 6 Bewohner ohne Unterstützungsbedarf hier bei Iglu. Das heißt, die sind eigentlich nicht auf meine Hilfe angewiesen und kommen dann natürlich auch mit ganz anderen Fragen auf einen zu. Und man muss sehr viel Zwischenmenschliches, also sehr viele zwischenmenschliche Fragen, Konflikte schlichten oder vermitteln. Ich muss sagen, ich finde das auch gut, dass ich also mal diese WG-Erfahrung jetzt wirklich zu machen, weil das schon, glaube ich, was ist, was einen nur weiterbringen kann im Leben, mit so anderen Leuten, vielleicht auch unterschiedlichen Leuten, an einem und denselben Fleck zu leben. Der Verein, der das ins Leben gerufen hat, da gibt es auch Leute, die sind hauptamtlich hier tätig. Die sind dann auch in der Woche immer ab und zu da, was einerseits gut ist, weil die halt eigentlich dafür da sind, was sie auch machen, uns zu unterstützen. Es ist ja dann so, dass die Leute, die hier mit Unterstützungsbedarf leben, die haben dann so ein Budget, was man ansonsten reinstecken würde in eine stationäre Behandlung meinetwegen. Und das war wohl von vornherein sehr schwer durchzusetzen von Bernadette, der Mutter von Melanie, die den Verein gegründet hat und auch die WG, das irgendwie rechtlich durchzusetzen, dass es diese WG überhaupt so entstehen kann. Und das ist, glaube ich, auch immer, gibt es da irgendwelche Reibereien mit Ämtern und dass man da wirklich auch viel Kraft reinstecken muss, um das überhaupt jetzt rein von den Rahmenbedingungen so am Laufen zu halten. Ich arbeite halbtags als Bodengänger bei einer großen Düngemittelchemiebetrieb in Ludwigshafen-Mundenheim und bin dort auf dem ersten Arbeitsmarkt quasi nicht so wie die anderen. Die haben halt, die arbeiten, die behindert sind, die arbeiten meistens in der Werkstatt. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich dann auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Halbtagsstelle bekommen habe. Weil da verdient, weil manchmal, bei mir ist es so, das habe ich auch schon gemerkt, dass die in der Werkstatt viel weniger bekommen teilweise, als jemand, der auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeitet. Da habe ich dann mit der Frau dann drüber geredet, weil meine Mutter gesagt hat, ja, ich soll in eine betreute Wohneinrichtung gehen. Dann hat sie gemeint, ja, da habe ich was für sie und hat mir dann genau den Artikel über Iglu gezeigt, gegeben, hat sie gemeint, ja komm, bewerben Sie sich mal, weil ich dann da vereinsamt wäre. Und meine Mutter wäre dann auch den ganzen Tag arbeiten gewesen, von morgens bis abends, bis nachmittags. Und ich hätte dann nichts gemacht, hätte dann keine Freunde gehabt, wäre dann immer rausgegangen, wäre dann höchstens mit dem Hund weggegangen, Gassi gegangen und das wäre es auch gewesen. Wenn ich dann heimkomme, ist dann manchmal jemand da. Dann ist es auch immer gut, dann kann ich dann nachfragen, wenn ich irgendwas wissen will oder wenn ich irgendwas habe. Nach einer Tätigkeit im stationären Wohnbereich wollte ich mal was ganz anderes kennenlernen, aus dem stationären Bereich raus und habe mich bei Iglu beworben und es hat auch auf Anhieb geklappt und ich bin jetzt sehr glücklich, dass ich hier bei Iglu tätig sein darf.